pitchen dich hier gerade bei deiner Reha bei unserem Partner Fusion 5. Erzähl uns, wie geht's dir aktuell? Mir geht es sehr gut. Ich bin hier seit 3 Wochen. Ich mache meine Reha hier, also die letzte Phase. Und ich bin aktuell super fit und denke, ich bin wieder bald zurück. Wunderbar. Im September 2018 hast du dir im Abschlusstraining zum Europacup-Spiel gegen Lana Kardin einen Riss im vorderen Kreuzband im rechten Knie zugezogen. Wie genau ist das passiert? Erinnerst du dich daran? Ja, der Rasen dort war sehr trocken. Und im Abschlussspiel, also die letzten 10, 15 Minuten vom Training, haben wir noch ein Abschlussspiel gemacht. Und dort wollte ich einen Doppelpass machen und dann bin ich mit dem rechten Knie hängen geblieben im Rasen. Mhm. Und mein Knie hat sich verdreht. Mhm. Hast du sofort realisiert, dass es eine schlimmere Verletzung sein könnte? Ja, es war halt extrem laut, der Knacks. Und ich wusste gleich, etwas ist gerissen. Und, ja. Okay. Was geht einem da so durch den Kopf? Du warst ja quasi eigentlich in der finalen Vorbereitung, du hast selber schon Abschlusstraining für das kommende Spiel. Was ist so der erste Gedanke, der einem da so durch den Kopf geht? Ja, ich als Junge wollte unbedingt Europa League spielen. Es war sehr super für mich gewesen. Ich hätte mich weiterentwickelt. Und dann genau die letzten 10 Minuten vom Training verletzte ich mich. Ich war am Boden zerstört am Anfang. Aber dann kamen die Mitspieler, der Trainer kam. Und ich wusste, ich kann nichts dagegen machen, das ist halt passiert, so, ja. So ist das im Fußball. Ja. Aber ich hatte extrem starke Schmerzen. Mhm. Also man hat direkt einen Schmerz, ja. Der einem da so durch den Kopf geht. Am Anfang ging es noch, ja. Aber wegen den Knacksen war ich voll an Adrenalin und alles. Ja. Und später, 10 Minuten später, war ich auf der Liege. Ja. Dann wurden die Schmerzen extrem, konnte nicht mein Bein bewegen. Ja. Und mein Oberschenkel hat die ganze Zeit gezittert. Und ja. Musste mich beruhigen, dass die Schmerzen auch ein wenig weggehen. Okay. Kam da vielleicht auch so ein bisschen die Erinnerung an die Bandverletzung aus dem Spiel gegen Thun? Da hast du ja Anfang der Saison, glaube ich, auch mal 3 Wochen, meine ich mich, so ein bisschen gefehlt. Oder denkt man da wirklich nur an den Schmerz im ersten Moment? Ja, gegen Thun, das erste Spiel habe ich mich ja auch leicht verletzt, aber dort war es halt kein Knacksen oder so. Ich habe einfach gespielt, dass mein Knie ein bisschen unstabil ist. Aber von den Schmerzen her hatte ich schon weiter spielen könnten. Aber die Schmerzen, die ich im September hatte vor Euroleague-Spielen, die waren anders. Okay. Wie haben deine Mannschaftskameraden reagiert? Bekommt man da als Junger viel Zuspruch so von eher vom Kapitän oder ist das vielleicht auch eher so, dass die engeren Freunde im Team dann für einen da sind? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich jeder was gesagt hat, aber wer ist da so am engsten dann dran nach so einer Verletzung? Also ich kann mich nicht so gut erinnern, weil das sehr schnell ging alles, aber innerhalb Sekunden kamen alle zu mir, die meisten, und ich weiß halt mit denen, die ich schon lange kenne, seit der Academy, die ich spiele, die kamen. Okay. Wer ist das, mit dem du schon seit der Academy spielst? Dort waren Kevin. Kevin, ja. Toni. Mit Toni war ich auch im Zimmer. Ja. Ja, und der Kevin war eben neben mir, weil dort, wo es passiert, und der hat das auch gehört, den Knaps, der war so laut. Ja. Da kam der Trainer, alle Mitspieler halt. Ja. Es gibt da auf eurer Website vom FC Zürich gibt es da ein Bild, wo du letztlich dann auf der Bank sitzt, Krücken, glaube ich, links neben dir, ausgestrecktes Bein, einbandagiert. Damals warst du 18. War es das Ganze passiert? Wahrscheinlich waren deine Eltern nicht so im Umfeld direkt. Wie war die Reaktion zu deiner Familie? Also hast du die direkt angerufen oder haben die das auf anderem Wege mitbekommen? Wie war da so die Reaktion? Nee, am Anfang ging ich nicht ans Handy, wollte mit keinem reden. Ja. Und dann hat mein Trainer halt Kontakt aufgenommen mit meinem Berater und alles. Ja. Und dann hat mein Berater erst meiner Familie erzählt, was passiert ist. Philipp oder Baykal? Beide. Beide, okay. Ja. Dann haben sie meiner Familie erzählt und alles. Ja. Ich habe dann mit Baykal und Philipp geredet. Ja. Und David auch. Wie es passiert ist und alles, was die nächsten Lösungen sind, um alles so schnell wie möglich zu machen. Ja. Dann sicher mit meiner Familie, engsten Freunden, dass sie das auch Bescheid wissen, was gerade passiert ist. Also so Step by Step quasi. Genau. Nun okay, jetzt ist das Spiel vorbei.
Wie lange haben so die Untersuchungen gedauert? Also sprich direkt danach, wie lange musstest du quasi wirklich stillhalten? Also wir gehen davon aus, du verletzt dich gerade und dann ist der Schritt, du kommst auf die Bahre, hast du gerade gesagt, dann fängt es an Schmerzen. Ging es dann direkt ins Krankenhaus? Also was waren so die nächsten Momente dann? Der Doc von FZ war dort. Ja. Der hat alles kontrolliert und alles, aber wohl nicht, war schwierig, weil das Knie angeschwollen war nach kurzer Zeit. Und das Problem war, ich konnte nicht alleine fliegen, weil ich zu starke Schmerzen hatte. Dann war ich halt bis Donnerstag, bis Freitagmorgen dort, habe das Spiel geschaut von meinem Team. Ja. Und dann bin ich halt mit denen wieder zurückgereist. Ja. Dann gleich zum Arzt, MRT machen, alle kontrollieren. Dann ging die Untersuchung los. Ja. Wann durftest du letztlich, also wann wurdest du operiert? Wie lange war so Zeit zwischen Verletzung und Operation? Eineinhalb, zwei Wochen. Eineinhalb, zwei Wochen. Bis wann wenig die Schwellung weggeht. Genau, also musste erst die Schwellung weg und dann letztlich. Weil ich konnte ja nicht gerade operieren auf der Verletzung, weil ich war ja nicht in der Schweiz. Ist das normalerweise wäre so üblich gewesen, dass du sofort operiert wirst, ne? Wenn es nicht zu fest angeschwollen ist, dann könnte ich gleich operieren. Und Philipp hat mir erzählt, dass er sich besonders eingesetzt hat, dass du einen bestimmten Arzt bekommst. Also war das auch so wichtig für Philipp dann letztlich, dass das wirklich so alles die richtigen Bahnen dann nimmt, wenn es schon so unglücklich gelaufen ist, dass es nicht hier irgendwie zu Hause, sondern in Zypern war? Also ich habe, wie gesagt, gleich telefoniert mit Philipp und Michael und David. Und die haben gesagt, sie schauen wegen dem was, wo, wer und was. Und dann haben wir halt entschieden mit dem Verein auch beim Dr. Wittmer in Basel. Ja. Aber davor waren wir noch beim anderen Arzt die zweite Meinung holen, was genau ist, weil es ist gut, wenn du zwei Meinungen hast. Ja. Und eben so schnell wie möglich operiert. 3. Oktober war das. Ja. Beim Wittmer. Seitdem alles top. Bist du quasi in der sehr zufrieden mit der Operation. Gehen wir mal weiter. Du wurdest operiert. Reha beginnt. Wie stelle ich mir den Ablauf genau vor? Also jeden Morgen geht es in die Reha-Klinik. Was ist dann so dein Tagesablauf? Weil normalerweise ist dein Tagesablauf, du stehst auf, gehst zum Training, zweite Einheit wahrscheinlich, Tag ist vorbei. Wie war auf einmal jetzt dein Alltag? Am Anfang war es übertrieben schwierig. Ja. Ich bin eine Woche im Hotel in der Klinik gewesen und dann bin ich nach Hause, ich konnte nichts machen, ich hatte Schmerzen, mein Knie konnte ich gar nicht bewegen, die ersten zwei Wochen nur zu Hause, dann irgendwie bin ich mit dem Auto, hat meine Mutter mich mit dem Auto ins Training gefahren, dort ein wenig ganz leichte Sachen gemacht für das Knie, die Schwellung und alles. Die ersten ein, zwei Monate war schwierig, ich konnte ganz wenig machen. Also auch vom Kopf her schwierig, weil eigentlich bist du es ja gewohnt, wie ich schon sagte, ne? Du stehst auf, gehst zum Training, kannst ein bisschen mit dem Ball kicken. Wie war das so vom Kopf her? Ja, du siehst die anderen, die gehen ins Training und du musst... Du gehst rechts ab. Ja, gehst du direkt in den Physioraum, dann kannst du nichts machen, du liegst einfach dort, machst nicht mental. Die ersten zwei Tage waren komplett schwierig. Oh. Ja. Dann habe ich mit dem Trainer und alles geredet, der mir zuversichtliche Sachen gesagt, die mir geholfen haben. Und nach, ich denke, nach ein, zwei Wochen, mental jeder. Ist das wieder, ist man wieder auf dem. Ich hatte ein Ziel, so schnell wie möglich zurückzukommen. Noch, ich will noch diese Saison spielen. Ja. Und so wie es aussieht, ist ganz klappt. Also war die Motivation direkt wieder da, Vollgas zu geben. Ja. Wie lange hat das gebraucht tatsächlich, bis du das akzeptiert hast, okay, ich bin jetzt verletzt, du sagst es gerade wirklich zwei Wochen oder war das schon so früher oder hast du wirklich zwei Wochen gebraucht, bis dir klar war, okay, jetzt ist es halt so? Ich denke schon ein, zwei Wochen. Am Anfang wollten alle mit mir reden, sagen, es kommt schon gut, aber ich hatte keine Lust unbedingt über so Sachen jetzt zu reden. War mental halt am Boden. Ja. Dann haben sie halt geredet und ich habe nicht so richtig zugehört. Ja. Aber nach ein, zwei Wochen willst du einfach wieder zurück, stärker zurückkommen und allen zeigen, dass du besser als vor der Verletzung warst. Ja. Okay. Wie sehr horchst du so in deinen Körper hinein? Also wenn du jetzt so deine Übungen machst,
Bist du da empfindlich für Rückmeldungen deines Körpers? Also hast du weiterhin Angst, oh Gott, da könnte wieder was aufplatzen, oder weißt du, nee, es ist gut und ich muss es jetzt einfach weiter trainieren? Am Anfang hatte ich Angst. Ja. Also bei gewissen Übungen habe ich gesagt, Liebe macht die noch nicht. Aber jetzt mit der Zeit kenne ich meinen Körper besser als vor der Verletzung. Also ich weiß jetzt, wie ich die Übung soll machen, dass nichts passiert und mein Knie stabil bleibt. Ja. Und ich denke, diese Verletzung kann mich weiterbringen in meiner Karriere, weil ich jetzt meinen Körper besser spüre und weiß, was wenn es fertig ist, wenn ich soll lieber aufhören oder ich kann weitermachen. Mhm. Jetzt bist du natürlich durch die Reha, wie du schon gesagt hast, nicht jeden Tag beim Team. Mit wem hältst du aus deinem Team noch so den engsten Kontakt, beziehungsweise wer versorgt dich so mit den aktuellen Infos aus dem Team? Hält man da über WhatsApp Kontakt oder telefoniert man? Trifft man sich vielleicht auch, wenn du jetzt wieder zurück bist in Zürich, dann irgendwie am Trainingsgelände? Mit wem bist du da so im engsten Austausch? Ja, das Ziel war, dass ich nicht so viel mit der Mannschaft bin, dass ich ein bisschen runterkomme, mich auf mich konzentriere, aber ich bin so oft wie möglich die Matches schauen gewesen und den Kontakt halt mit den jungen Spielern, die ich schon länger kenne. Und Kevin, Toni, sagst du mal. Kevin, Toni. Und dann hatte ich viel Kontakt auch mit Hecki oder andere, die ich auch gut habe. Ich habe FaceTime vielleicht telefoniert oder per WhatsApp. Okay. Gechattet. Wie wichtig ist dir da auch der Kontakt, so du sagst gerade mit Baykal und Philipp, konnten beide dir da jetzt auch so ein bisschen aus ihrer Karriere noch einen Tipp geben, wie du damit umgehen kannst, oder haben die allgemein viel mit dir gesprochen dann? Die haben sehr positiv mit mir geredet, also Baykal hatte ja selber also eine schwere Verletzung, Achillessehnenriss, der hat mir erzählt, was ihm so selber geholfen hat, und dann habe ich immer an seine Worte gehalten. Mhm. Und mit Philipp hatte ich auch sehr viel Kontakt, der hat mich auch immer unterstützt und er hat auch gesagt, dass ich schneller zurückkomme, dass ich stärker zurückkomme und so auch mit David. Wunderbar. Vor knapp einem Monat haben wir gerade schon drüber gesprochen, haben wir uns ja gemeinsam mit dem FC Zürich entschlossen, dass wir dich hier zu unserem Partner Fusion 5 bringen, hier in Deutschland, in Essen. Wie gefällt es dir hier? Es ist super hier, das war eine sehr gute Entscheidung, dass ich hierher komme. Ich habe einen großen Sprung gemacht, seit ich hier bin. Das war eine top Entscheidung mit Philipp, Baykal und alle und der Club. Arbeitest du hier mit verschiedenen Trainern zusammen oder hast du einen festen Trainer? Wie ist da so der Ausdruck? Nee, ich habe drei Trainer, die manchmal machen mit dem Kraftoberkörper oder Beine oder Schnelligkeit. Alle unterschiedlich, und dann habe ich halt noch Behandlungen, Physio, jeden Tag. Dort habe ich ein, zwei Physios. Okay, gehen wir mal zurück zum allerersten Tag quasi. Wie damals ist deine Aufnahme quasi abgelaufen? Also wurde dein Krankheitsbild besprochen, es wurden Tests gemacht und dann ging es sofort los? Ja, der Chris ist mich abholen, hat mich hierher gefahren, dann habe ich alle kennengelernt, dann haben wir Tests gemacht. Wegen Knie und alles, was ich schon kann, die Oberschenkel gemossen und alles. Da war ich beim Physio, der hat alles kontrolliert, was ich halt, wie meine Beine aussehen, mein Körper. Und dann hatte ich noch einen Mentalcoach hier und Ernährungsberater. Ah, okay. Wie sieht dein aktueller Tagesablauf aus? Wie häufig trainierst du am Tag? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, du bist fest hier in Essen. Wohnst hier im Hotel in der Zeit. Beschreib mir einmal so deinen ganz normalen Arbeitstag. Wann klingelt morgens dein Wecker? Es ist unterschiedlich, aber meistens 9:30 habe ich die erste Einheit. Das heißt, ich stehe um 8 Uhr etwa auf, aber ich esse keine ganz morgen, also kein Frühstück. Das haben wir so auch gemacht, dass ich nur zwei Mahlzeiten am Tag habe. Dann komme ich hierher, habe Training, entweder wie gesagt Oberkörper oder die Beine trainieren oder Schnellkraft. Dann habe ich eineinhalb Stunde Physio-Behandlung. Dann esse ich hier immer, ich bekomme immer Mittagessen. Und dann kommt die zweite Einheit. Also ich habe immer zwei Einheiten und einmal Physio. Und wann bist du dann abends wieder im Hotel quasi? Ich denke um 18 Uhr bin ich wieder im Hotel. Wunderbar. Wo liegen aktuell die Schwerpunkte? Also was ist so das, was wirklich im Moment im Fokus steht? Das rechte Knie und der Oberschenkel, halt die Muskeln wieder aufbauen,
die gingen halt sehr schnell weg, wo ich nichts machen durfte. Und die Sprungkraft, das ist wichtig, und Schnelligkeit und so. Gibt es Übungen oder Trainingseinheiten, die dir mehr Spaß machen als andere? Und wenn ja, welche sind das? Ich mache gern Oberkörpertraining. Und halt wichtig ist, die Schnelligkeit wieder hinzubekommen, die ich hatte, und meine Muskeln. Aber am liebsten mache ich ja Oberkörper. Und das, was dir so überhaupt keinen Spaß macht, wo du aber weißt, dass es nötig ist? Konditionstraining. Konditionstraining, okay. Ja. Stehst du weiterhin eigentlich jetzt im Austausch mit den Verantwortlichen vom FC Zürich? Und was halten die hier von dem Training hier bei Fusion 5? Ja, ich habe immer Kontakt mit einer Person. Und also ich wäre hier nicht gekommen, hätten sie das okay nicht gegeben. Also sie sind komplett einverstanden, dass ich hier bin und wissen auch immer, was ich hier mache. Also es ist ein Austausch da zwischen Zürich und den Verantwortlichen hier. Merkst du denn mittlerweile wirklich, dass du also durch das Training hier bei Fusion 5 richtige Fortschritte hast? Also dass du nach Hause gehst und sagst, yo, ich habe gemerkt, das hat sich wieder verbessert. Also bevor ich hierher gekommen bin, habe ich nicht gedacht, dass ich so einen Sprung kann machen. Aber das ist unglaublich. Ich habe Muskeln dazu gewonnen, die Schnelligkeit wiedergekommen, und ich habe keine Schmerzen, das ist das Wichtigste. Sonst könnte ich nicht alles geben im Training. Also würdest du durchaus Mitspielern oder Kollegen empfehlen, die hier schon mal, also die dieselbe Verletzung haben, dass die auch diesen Schritt quasi aus der Schweiz rausgehen zu einem Partner, den wir empfehlen? Nee, ich habe schon mit einem Kontakt gehabt, den habe ich auch gesagt, wenn es so weit ist, dass er die Sachen machen kann, die er hier machen kann, soll hierher kommen, das ist top. Das habe ich schon. Okay. Wie lange müssen wir noch auf dein Comeback verzichten? Wann wirst du wieder auf dem Platz stehen, beziehungsweise wann geht es wieder ins Team treten? Ich will nicht genau sagen, wann, weil sonst sind die Leute enttäuscht oder so. Aber ich denke, wenn alles gut läuft, bin ich bald zurück. Sehr gut. Isa, vielen Dank für deine Zeit, und wir hoffen natürlich auf eine schnelle Genesung, um dich schnell wieder auf dem Platz zu sehen. Danke vielmals.